Und damit herzlich willkommen zu meinem Let's Play Fall Guys, womit ich mich schon ein bisschen auskenne. Ein bisschen. Also ich habe das schon sehr oft gespielt. Und wir suchen gerade Mitspieler. Ich mag dieses Spiel. Sehr sogar. Es ist sehr lustig. Es ist kostenlos. Es ist kurzweilig. Es ist gute Unterhaltung. Es macht Spaß. Die Steuerung, der Sound, die Levels machen einfach Spaß. Also ich erkläre das mal ganz kurz so. Eigentlich erklärt sich das Spiel von alleine. Also, man fällt hier... Es gibt hier Hindernisse. Man darf nicht runterfallen. Sonst fängt man wieder vom letzten Speicherpunkt an. Es gibt verschiedene Plattformen, verschiedene Speicherpunkte. Ja. Und 35 können sich nur qualifizieren von 60 Spielern, glaube ich. Dieser Typ mit dem Hut da, das bin ich. Alle anderen sind Online-Spieler. Oh mein Gott, was für ein Gedränge hier. Okay, wir haben schon mal das erste... Den ersten Safe Place. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wie lange habe ich nicht mehr gespielt? Auf jeden Fall hier runtergefallen. Und diese... Ah, okay. Hier ist das zweite Level. Man muss auf jeden Fall hier cool bleiben. Cool bleiben. Dann kommt man weiter. Viel besser als die meisten Typen hier. Als die meisten Spieler hier, die nicht cool bleiben. Die einfach zu hektisch spielen. Und mit STRG kann man hechten. Was wir jetzt auch hier machen. So. Und gleich sind wir am Ziel. Oh mein Gott, ich bin noch gehechtet. Ist das aufregend. Wie viel? Oh mein Gott, nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Haben es gerade noch so zum nächsten Level geschafft. Noch 4 Plätze frei. Und jetzt kann man andere Spieler beobachten. Noch einer. Noch einer. Und das war er. Der mit dem roten irgendwas auf dem Kopf. Das bin ich. 50. Von 50, also 15 sind ausgeschieden. Gut. Das ist kostenlos bei Epic Store. By the way. Und ich habe das schon sehr lange nicht mehr gespielt. Bestimmt einen Monat. Und ich habe das gerade mal seit 1,5 Monaten vielleicht. Und da kommen immer random Level, so unterschiedliche Level. Schleimkraxler. Lauf dem aufsteigenden Schleim davon und überwinde Hindernisse, um die Ziellinie zu erreichen. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Okay. Also das Level ist mir ganz, ganz neu. Habe ich noch nie gespielt. Da ist ein Ventilator, auf den müssen wir besonders aufpassen. Wir sind schon wieder in der zweiten Reihe. Waren wir davor auch, glaube ich. Und man kann auf jeden Fall den Spieler vor sich, der vor einem ist, festhalten. Na? Wann gehen denn diese Dinge auf? Ja, toll! Noch eine Runde. Hä, wie sieht denn das Menü jetzt aus? Show verlassen. Was? Nein, ich wollte es verlassen. So, beenden. Und dann spielen wir direkt noch eine Runde. Belohnungen interessieren uns nicht. So, und es gibt verschiedene Shows. Also man kann mit Freunden zusammenspielen, man kann mit random Online-Spielern zusammenspielen und mit random Teams zusammen Online-Spielen.
und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber wir spielen das ganz normale. Partie mit 60 Spielern. Also 60 Spieler brauchen wir mindestens. Schwindelnde Höhen. Das kenne ich. Das habe ich schon mal gespielt. Das sind, ja, diese drehenden Plattformen. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter, denke ich. Das habe ich schon mal gespielt. Wir fangen ganz hinten an. Von 60 Spielern. Waren wir schon mal mehr? Ich weiß es gar nicht. So, Level 1 der Hindernisse hätten wir schon mal. Irgendeiner hat mich gerade festgehalten. Man kann den Spieler vor sich einfach so festhalten. Schaffen wir es? Ja, wir haben es geschafft. So. Und wenn man hier runterfällt, ist auch nicht so schlimm. Dann ist man nicht sofort ausgeschieden. Ich habe den vor mir festgehalten und der ist dank mir runtergefallen. Oh, jetzt komme ich nicht durch diese Kugeln hier. Oder doch? Ja. Wir haben uns als 7. oder 8. qualifiziert und können jetzt die anderen beobachten. Ja, der hat ein cooles Kostüm. Okay, er hat einen kleinen Leck, glaube ich. Noch. Ah, nicht mehr viele, nur noch 2 und das war's. Ja. Es geht rucki zucki. Das ist so eine geile Duftkerze. Rich Mahogany von H&M. A sophisticated blend of black tea, raspberries and sandalwood. Der Kreisel. Oh Gott, riecht das geil. So. Dieses Level kenne ich auch noch nicht. Habe ich noch nie gespielt. Glaube ich. Oder? Doch, oder? Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der ersten. Oh mein Gott, ich wurde festgehalten. Das ist ja ganz einfach hier. Ne? Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Habe ich schon mal. Ah, okay. Und kommen wir durch? Ja, wir sind durch. Hä, wer wird? Ich hasse es, festgehalten zu werden. Hier sind wir aber auch einfach so durchgerannt. Oh, verpiss dich, bitte. Oh Gott, ich kann mich nicht weiter. Noch. So, wir laufen auf jeden Fall nicht in der Mitte da entlang. Auf jeden Fall laufen wir den. Ja, ich kenne das Level, aber sowas von. Wir laufen hier den sicheren Weg. Ich bin doch gesprungen. Ich hab doch gedrückt. Ah! Wie ist einer auf mir gespawnt? Habt ihr es gesehen? Und dazu diese lustige japanische Musik. Na klar, na klar, na klar. Ich spring direkt auf das Teil hier. Ey, ich hab doch gedrückt, Mann! Oh mein Gott! Boah, das war knapp. Das gibt's nicht. Wir kommen hier nicht weiter. Oder doch? Oder doch? Oder doch? Ey, ich bin schon vor 2 Jahren gesprungen, man, viel zu früh.
Wie viele Spiele? Oh mein Gott, wir haben verkackt! Scheiße, Mann! Bin ich scheiße geworden. Auf jeden Fall ist es eines meiner Lieblingsspiele. Das macht sehr viel Spaß. Man kann auch den anderen zugucken oder einfach weiter spielen und eine neue Runde spielen. Was haben wir bekommen? Nichts. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein kurzes, sehr kurzes Let's Play. Macht auf jeden Fall mega Spaß, man. Ist zu empfehlen, ist kostenlos. Ja, kann ich nur empfehlen. Richtig geiles Game.